Ja, du hast halt das neue Display und schon den neuen Schalter. Ui. Du kannst es jetzt hier drüber an- und ausmachen. Kannst du mal hier die Unterstützungsstufen hoch und runterstellen. Oh, guck mal, wie schick. Und hier drüber kommst du dann ins Menü, wo du dir halt nochmal ein paar Daten abrufen kannst. Ja. Und lange gedrückt halten, kommst du dann ins richtige Menü, wo du dann deine Trip löschen kannst, Uhrzeit einstellen, Lichttaste jetzt nicht, Helligkeit vom Display, welche Einheit, ob MPH, KMH, Sprache. Und welchen Profil, weil du kannst ja in der App selber zwei Fahrerprofile anlegen, dann brauchst du halt nicht immer die App öffnen, sondern kannst hier drauf gehen und kannst dann Fahrerprofil 1 oder 2 auswählen. Ja. Ja, Geschwindigkeitsanzeige nochmal oder wieder beenden. Ach, das ist ja schick, das Display. Ja, und darüber machst du den halt auch wieder aus. Und hier ist auch Farbe, so wie hier. Ja, du brauchst das Display ja nicht dazu. Grün. Das reicht ja, du siehst hier drüber auch den Akkustand und welche Unterstützung du bist. Das heißt, du könntest das Rad auch ohne Display fahren. Aber die alten hatten ja hier dieses Ding im Kabel. Die LED oder dieses kleinere Display, das alte noch. Aber das jetzt, ist ja jetzt schon schicker. Als ja, du hast so. Jetzt den neuen Motor auch. Ne? Ui, ui. Ja, der EP600, den du jetzt da verbaut hast, ist ja quasi auch der Nachfolger. Da gibt es ja den EP801 und bei den alten Bikes hast du den EP800. So, die EP800 sind noch mit den alten Displays, mit der alten Bedieneinheit. Und der EP801 hat dann auch schon die neue Bedienheit, neue Display oder der EP600, den du jetzt da verbaut hast. Okay. Ja, ich schütze mal hier los, ne? Ich fahre mal hier so einen Kreis, falls es hier geht. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Das ist so unangenehm. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Daniel Daya. Heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar habe ich endlich ein E-Bike bekommen. Und zwar habe ich mich für das Obeya Rise entschieden, nach monatelangem Hin und Her überlegen. Heute war es dann soweit und wir haben das bei MTB Spreezone in Mülheim an der Ruhr abgeholt. Und ja, und ich denke mal, heute stellen wir euch das so ein bisschen vor. Als Basis hatten wir das Obeya Rise H30 Modell, das ist die Aluminium-Variante. Da haben wir die Gabel auf eine Fox Performance 36 und den Dämpfer auf einen Fox Float X Performance upgraded. Den Akku haben wir den großen genommen mit 540 Watt. Weil ich unbedingt ein Display wollte, haben wir dann auch noch den neuen Shimano 600 Display dazu genommen. Reifen haben wir die Kombination vorne den Assegai und hinten den Minion DHR2. Pedale habe ich mich für die neuen von Crank Brothers entschieden, die neuen Stamp One Generation 2. Und zwar in dem Lila, die passen perfekt zu dem Fahrrad. Und ja, die Griffe habe ich hier, die GFR von FMD Racing. Ja, aber bevor es auf die Trails geht, müssen wir natürlich noch das Fahrwerk für mich einstellen. Und das machen wir jetzt, das Setup. Und dann geht's auf eine Testfahrt. Die Bremsen sind ja bestimmt noch nicht eingebremst. Da sind Leute, pass auf.
nach Hause. Ja. Keine Lust mehr. Nein. Müde. Müde, Hunger. Hunger, Pipi. Kalt. Kalt, oh nein. Fahren wir den Trail noch? Das auch noch. Oder willst du nicht? Hast du das? Warum? Schlimmste Stück. Letztes Mal meinst du noch, das hat dir Spaß gemacht. Kann ja mal schauen. Oh, hier Bremse. Mit da. Das ist ja hier wie eine Eisenbahntrasse. Ich hab so eine krasse Rinne reingefahren. Ja, ich auch. Ja. Der Diabär fährt nicht so gerne technische Sachen. Muss ich ihn immer zu zwingen. Obwohl er ja jetzt so ein Trailbike hat, wie das Levo. Uah. Pfütze. Ja, der Baum ist immer noch hier. Hast du besser mal ein leichteres Mountainbike geholt, ne? Ja, holt man sich extra schon leid. Von Levo SL oder sowas. Das Levo als Alu ist auch genauso schwer. Boah, ist eine richtige Adventure-Tour hier. Easy peasy, gar kein Problem. Ich sag's euch, sowas ist mit dem Rice echt so easy. Da schiebt nix. Oh, habt ihr das gesehen? Wie krass der hier runterfährt? Hä? Hä? Nur gesagt, wie krass du bist. Was denn? Wie krass du bist. Warum? Weil du da so runterdroppst. Als wärst du Fabio Wippmer. Freust du dich jetzt schon auf den Appel hier? Ja. Mit deinen läppchen 35 Newtonmeter? Ich sperre den Dämpfer gleich, dann geht das easy. Na, werden wir sehen. Ich hab da ja nicht so das Problem jetzt, ne? Mit meiner Rennmaschine hier. Seinen Daniel haben wir schon abgehängt. Der kreucht sich da ein zusammen. Seht ihr das? Der ist immer am Handy. Was? Immer. Welcher Mark? Welcher Mark? Pottlegende? 42,000. Jetzt geht es wieder bergauf. Ja, das war's von unserer Testfahrt. Ich muss sagen, ich bin mega happy mit dem Rice. Ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte das Rice ja als Testfahrrad in Größe M. Und da war ich mir nicht so sicher, ob ich M nehmen soll oder doch lieber S. Und ich muss sagen, S war die absolut richtige Entscheidung. Das fühlt sich jetzt viel mehr so an, als hätte ich Kontrolle über das Fahrrad. Vorher ist das eher so dieses Passagiergefühl. Und ja, ich hatte mega viel Spaß. Das Rice ist einfach ein geiles Fahrrad und kann ich jedem empfehlen. Abonnieren, kommentieren. Ja, wie geht das jetzt nochmal? Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da und aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nein. Warte, nochmal. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.
Ich weiß noch nicht mal, wie ich den Satz anfangen soll. Ich komm noch mal rein. Komm noch mal rein.